Herzlich willkommen in der Rudolfstraße 14. Wenn du wissen willst, wie es hier modernisierung- und renovierungstechnisch weitergeht, schau dir das Video an und vergiss natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und Glocke zu aktivieren. Ja, hallo, heute mache ich Urlaubsvertretung für Paul und eine Baustellenkontrollfahrt. Wir haben ja immerhin aktuell 4 Sanierungsprojekte in Dresden, wovon wir uns heute 3 anschauen. Das ist einmal die Rosa-Menzer-Straße, das ist die Schaufußstraße und die Rudolfstraße. In der Gambrinostraße, da werden wir heute nicht rein, weil da gibt es eigentlich nichts zu gucken. Da ist der Handwerker, wie gesagt, der ist da von der langsamen Gangart unterwegs. Da gibt es noch nichts zu sehen. Da müssen jetzt einfach nur noch mal 2 Fuhren Parkett verlegt werden. Insofern macht es keinen Sinn, da vorbeizufahren. Das Glück ja an der Gambrinostraße, das wisst ihr ja wahrscheinlich, das Mietpool drauf. So konnten wir ja die Modernisierung. Also da sind wir jetzt nicht so, da jagen wir nicht so hinterher, weil der Mietpool natürlich dann ein bisschen den Leerstand trägt. Das ist natürlich ganz, ganz schön. Das Problem beim Mietpool immer, man kriegt zwar eine Miete ausgeschüttet, aber nur die Kaltmiete. Und die Nebenkosten werden nicht übernommen, deswegen sollte sich das natürlich jetzt auch nicht zu lang verzögern. Ja, also ich bin sehr gespannt, was uns heute erwartet in den 3 Objekten. Wir waren jetzt lange nicht mehr da und deswegen ist jetzt auch höchste Zeit. Nächste Woche wird sich Paul dann wieder um die Sachen kümmern und ja, ich freue mich, dass ich euch heute mal mit auf die Tour nehmen kann. Also, viel Spaß! Ja, starten wir in der Küche. Ihr kennt das aus dem alten Video. Es sah ganz, ganz schlimm aus. Tiefgelb verrauchte Tapeten um den Steckdosen herum. Da war es schon schwarz. Das war kein Schimmel. Ich weiß auch nicht, was das war. Undefinierbar. Und wenn ihr euch das jetzt anschaut, sieht es natürlich ganz anders aus. Jetzt wurde hier der Fußboden rausgenommen. Ich habe auch gerade nochmal mit dem Bauleiter gesprochen. Eigentlich wollten wir Fliese auf Fliese kleben. Aber das Problem wäre dann hier gewesen, dass es mit dem Parkett, weil es auch relativ flach ist, hätten wir das nicht einen nahtlosen Übergang hinbekommen. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, auch die Fliese hier rauszunehmen, damit das halt eben ist. Was ihr hier seht, genau, der Fliesenspiegel wurde entfernt. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr State of the Art. Das heißt, da kommt gar kein neuer Fliesenspiegel ran, weil heute plant jeder seine Küche anders. Und genau, dann macht ja jeder einen Spritzschutz, so wie ihm das passt. Ne? Da würde man jetzt vielleicht mit der Fliese eher sogar die Optik verschlechtern oder das Eingrenzen. Kann man vielleicht bestimmte Farben nicht wählen, weil wenn ich jetzt hier einen blauen Fliesenspiegel mache, ja, und jemand will eine grüne Küche, ja, dann sieht das natürlich blöd aus. Ne? Genau, was wir hier wieder sehen, ist auch ganz schön zu sehen. Hier wurde das Vlies wieder geklebt und eingespachtelt. Hier kann man das sensationell erkennen. Ist kein klassisches Malervlies, sondern ist wohl so ein, wie heißt das? Glasfaser, ist ein Glasfaservlies zum Einbetten. Genau. Was hier gut war, hier die Heizkörper, das habt ihr auch gesehen, die waren noch ganz gut in Schuss, die werden von uns noch gereinigt. Das ist natürlich um ein Vielfaches günstiger, als neue anzuschaffen, wo wir bei 200 bis 300 Euro liegen. Hier liegen wir pro Heizkörper bei 5 Euro, die zu reinigen. Das ist natürlich ein anderes Game. Wie ihr seht, war der Elektriker auch schon da und hat schon ein bisschen was gemacht, auch hier gerade hier oben. Seht ihr, da wurden schon Deckenspots integriert und dann lasst ihr mal in den Flur reingehen. Dann sehen wir hier oben an den Decken, wie gesagt, war der Elektriker auch schon da, hat jetzt die Spots integriert. Auch hier wurde das Vlies schon eingespachtelt. Hier können wir uns das Bad schon mal anschauen. Genau, was ihr seht, dann wurde es grundiert schon. Zum Teil wurden ja hier Fliesen dann weggenommen, weil wir das natürlich nicht da bis oben hin, sag ich mal, wie sagt man immer, so Schlachterhof-Style, so wollen wir das natürlich nicht haben, sondern hier wird es dann auch wieder ganz normal gespachtelt. Ja, ja, ich sag mal, die Eingangstür, ich weiß nicht, ob ihr euch das letzte Mal erinnern konntet, die sah ja aus, als hätte da eine Horde Hooligans gegen gebollert. Die war ja halb durch, sage ich jetzt mal. Und wie ihr seht, das haben wir jetzt auch austauschen lassen, haben eine komplett neue Eingangstür, eine hochwertige. Ja, da unten war die ja gebrochen. Genau, genau. Genau, also sieht schick aus. So, nochmal vielen Dank an Daniel, ne? Da hast du ja Druck gemacht, ne? Und dann haben die das auch relativ zügig hier ausgetauscht. Tipptopp, mehr kann man nicht sagen. Wunderbar, läuft. Dann schauen wir uns mal das Wohnzimmer an, denke ich mal, ne? Wohnzimmer ist das.
Genau, also hier auch, wo das fließt auch schon gespachtelt, Raufaser ist runter, Elektrik wurden die Steckdosen schon neu eingesetzt. Insofern ist hier jetzt auch schon wieder ein krasser Entwicklungsschritt passiert. Und hier ist das runtergekommen? Hier ist genau, hier wurde der Trockenbau komplett abgenommen, weil der kam hier schon runter. Genau, und dann wurde es halt neu, ich meine, muss ja neu verputzt werden und dann gespachtelt. Ne? So, dann gehen wir jetzt mal hier ins Schlafzimmer. Ja, Bauverzögerung hatten wir jetzt leider eine Woche, weil wir das Material nicht bekommen haben. Das war sehr ärgerlich, weil das Material war eigentlich da, aber es gab keinen LKW-Fahrer in der Sommerpause. Also auch nochmal da der Tipp, wenn ihr modernisiert oder renoviert, Urlaubszeit ist immer schwierig, ne? Während der Sommerzeit, das kann zu Komplikationen führen. Wir sind jetzt mit unseren drei Projekten oder vier Projekten ja eigentlich in Dresden komplett in die Sommerzeit reingerutscht. Deswegen haben wir auch wirklich Verzögerungen, ist unschön. Zusätzlich hat sich das hier verzögert, das Material, weil da halt kein LKW-Fahrer da war, der das von Leipzig nach Dresden fahren konnte. Jetzt ist das Material da, bedeutet, es kann gefliest werden. Ihr seht ja hier auch immer unsere klassische Wohnfliese. 30x60, da sind wir jetzt auch übergegangen, weil wenn ihr das euch mal anschaut, unsere Wandfliese, die ist 20x50, das war das, was wir jetzt geändert haben. Hier sind wir jetzt auch auf 30x60 gegangen, weil das sieht dann besser aus. Ne? Sonst haben wir hier immer so einen kleinen Versatz. Ne? Das ist quasi die alte. Genau, das ist jetzt noch die letzte Charge von 20x50. Mhm. Genau. Parkett war ja schon länger da, alles schick. Wie gesagt, hier auch schon gespachtelt und Fließ aufgesetzt und Zeitplan jetzt hier werden 2 bis 3 Wochen. Die Leute kommen aus dem Urlaub zurück, ne, sind voller Energie. So habe ich mir das sagen lassen. Das wollen wir mal schauen. Dann müssen wir in 3 Wochen wieder kontrollieren, so dass wir auch hier in 3 Wochen inserieren können. Ja, dann sei gespannt, wie es weitergeht und ich freue mich dann, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.